Donnerstag, der 17.04. Ich habe heute ein bisschen früher frei und so kann ich jetzt noch eine Tour fahren. Und ich habe heute vor, ins Usertal zu fahren. Wo es da lang geht, das erzähle ich dann später. Ich muss allerdings erst dahin und ja, super Wetter wieder heute. Und ich freue mich, hier unterwegs zu sein. Der Raps, der blüht auch schon kräftig. Das ist wirklich sehr früh dieses Jahr, dass der blüht. Da hinten ist Friedrichsdorf. Ich bin also direkt von zu Hause losgefahren. Und ich fahre jetzt hier auf der Regionalpark-Rundroute. An diesen Streifen sieht man immer, das ist die Markierung hier. Da hat man auch die Kilometer immer drauf geschrieben, wie weit es da noch ist. Und da fahre ich jetzt erst bis zur Nidder. Und an der Nidder entlang und dann bei Assenheim biegt es ab auf den Usertalradweg. Jetzt geht die Fahrt hier vorbei am Bauernhof, am Reinhardshof. Der verkauft hier seine Produkte immer regional. Manchmal auch über den Rewe oder so. Ja, dieses Jahr ist alles trocken. Also bisher im April viel zu trocken. Und da kann man eigentlich nur hoffen, dass es wieder regnet. Ja, fürs Radfahren wäre es nicht so schön, aber für die Natur ist schon wichtig, dass es mal regnen würde. Wenn man hier den Boden sieht, alles knochentrocken schon. Ja, hier sieht man im Hintergrund den Taunus. Da ist nochmal der Bauernhof. Und was ich jetzt zeigen wollte, das sind diese Sitzkiesel. Die gibt es halt überall an dem Radweg, an der Regionalpark-Rundroute. Die ist 170 Kilometer lang insgesamt. Macht so einen Kreis von Mainz ums Rhein-Main-Gebiet herum in den Taunus, Wetterau. Und überall gibt es diese Sitzkiesel. Als Alternative jetzt zu einer Bank oder so, im Sommer ganz gut. Hier haben wir einen Blick auf die Skyline von Frankfurt. Das habe ich aber rangezoomt. Und in diese Richtung würde jetzt da Friedrichsdorf, Bockertshausen liegen. Und da hinten ist der Taunus. Ich muss aber eigentlich in eine ganz andere Richtung. Ich muss jetzt hier in diese Richtung, wo die Felder eigentlich nur zu sehen sind. Da geht es in Richtung Wetterau. Ah, und jetzt hier in Okhaben, da führt nichts anderes dran, als hier hochzuschieben. Hier komme ich ja nicht hoch mit dem Fahrrad. Es gibt Leute, die fahren hier hoch mit dem Fahrrad, geben kräftig Gas und so, aber nein, ich schiebe jetzt mal. So, jetzt habe ich die Nidder erreicht. Mein Lieblingsfluss, also der Fluss, wo ich ja immer auch fahre, wenn ich abends mal unterwegs bin, abends nochmal so eine Runde drehen möchte. Hat heute ein bisschen wenig Wasser. Ja, habe jetzt so 15 Kilometer etwa hinter mir. Das heißt, ich fahre jetzt die Nidder bis Assenheim noch.
sind jetzt noch so etwa 10 Kilometer und dann beginnt der Radweg, auf den ich heute eigentlich fahren will. Das ist dann der Usertal-Radweg. Aber erstmal genieße ich jetzt hier an der Nidda zu fahren, einen schönen Radweg. So, nochmal ein Blick hier auf den Wetterauer Dom, die Kirche hier in Ilbenstadt. War ich ja vor kurzem, habe ich ja meine Nidda-Radtour gemacht und habe den auch besucht. Ja, hier mündet die Wetter in die Nidda und hier ist auch der Punkt, wo ich jetzt abzweige von der Nidda und auf den Usertal-Radweg fahre. Das wird jetzt erstmal ein bisschen über die Felder gehen. Und hinter Friedberg und Bad Nauheim geht es dann richtig rein in den Taunus. Das hier ist also die Wetter. Davon hat ja die Wetterau ihren Namen. Und der Usertal, die Usa selber, die fließt in die Wetter, kurz bevor die Wetter hier in den Nidda fließt. Aber eine ganze Zeit lang folgt man dem Weg, ohne jetzt an der Wetter oder der Usa selber zu fahren. So, jetzt bin ich weg von der Nidda. Kein Flussradweg mehr, kein Bach, der hier neben mir läuft, kein Fluss. Und ich fahre jetzt hier über die Felder. Das geht dann bald schon ein bisschen hoch und runter und führt dann Richtung Friedberg. Jetzt fahren wir also Richtung Taunus. Die schönen Rapsfelder heute. Ja, und das richtig super Wetter. Macht richtig Spaß heute, richtig Spaß. Schön. Ja, hier ist doch richtig schön. Auf der Strecke hier mit den blühenden Feldern. Der Weg nicht mehr ganz so gut jetzt. So ein bisschen hier der Asphalt beschädigt. So ein bisschen in Blöcken. Aber ich habe kein Problem hier zu fahren. So, vor mir liegt jetzt Friedberg und bevor ich jetzt gleich hier runterfahre, dann nehme ich nochmal gerade die Kulisse mit von Friedberg vom Taunus. Ja, hier vorne geht es nämlich gleich jetzt wieder runter und dann ist der Ausblick vielleicht nicht mehr so schön. Ja, schauen wir mal. So, und jetzt ist der erste Blick mal hier auf die Usa. Die habe ich jetzt erreicht und fahre jetzt hier auf so einem schönen Radweg mit ein paar Obstbäumen nebendran. Und ja, auch ganz guter Radweg hier.
Schön. Hier gibt es ein Gestüt. Allmählich komme ich jetzt nach Friedberg. Das ist der nächste Ort. Da will ich aber eigentlich möglichst schnell nur durch. So, hier mal eine Stadtansicht von außen natürlich von Friedberg. Ja, ich bin auch ganz froh, dass ich hier draußen bin. Ich bin heute wirklich viel, viel lieber in der Natur, als irgendwie in der Stadt rumzufahren. Aber man sieht da vorne auch, da sind wirklich viele Leute unterwegs hier. Ja, und wenn man außerhalb des Ortes ist, dann ist das ja schon angenehmer wieder, ne? So, das hier sind jetzt die Quartierbauten in Bad Nauheim. Da wurde ja früher sogar tatsächlich Salz gewonnen. Heute ist da auch noch, wird oben Salz reingeleitet, Salzwasser. Und man kann sich davor setzen, hat quasi sowas wie Nordseeklima, ne? Hier sieht man da vorne dieses Rad. Wie so ein Mühlrad. Da wird das Wasser hochgepumpt. Und oben läuft es dann runter. Wenn so ein bisschen Wind durchgeht, kann man sich da reinsetzen oder davor. Und hat hier was für die Atmung. So, hier sind noch weitere von diesen Quartierbauten. Ist abgesperrt. Wahrscheinlich muss man da was bezahlen, um da reinzugehen. Und da fehlt mir jetzt auch doch ein bisschen die Zeit, das von innen mir anzuschauen. Ja, ich war früher auch schon mal drin. Ist ganz cool, aber naja. Ja, der Weg, der führt jetzt immer hier am Kurpark so vorbei, entlang. Und ja, ist eigentlich ein ganz schöner Weg. Man ist zwar in der Stadt, aber doch nicht so, dass man irgendwie jetzt riesig Verkehr hätte. Hier wird es jetzt weitergehen in den Kurpark. Und der Radweg, der führt jetzt hier so praktisch auch wieder weiter dran vorbei. Ganz schön gemacht eigentlich. Man ist nicht so richtig drin in der Stadt oder im Park am Fett dran vorbei. So, jetzt bin ich hier raus aus den Orten. Und ja, das tut wirklich gut, wieder draußen zu sein. Irgendwie habe ich heute nicht so Lust, da durch die Orte zu fahren. Also wer das hier mal fährt, der kann ja natürlich auch dann in Friedberg und Nauheim Station machen. Sollte da alles wieder geöffnet sein, gibt es auch schon eine Kaffee da und kann sich den Kurpark anschauen und so. Für mich ist heute wichtig, jetzt hier in die Natur zu fahren. Ja, ach, ich bin im Winter sehr viel gefahren. Und natürlich ist es herrlich jetzt zu fahren, ne? Im Vergleich, braucht sich nicht so dick anziehen, friert nicht. Sonne scheint, kann lange fahren, richtig gut heute. Ja, jetzt ist es so richtig ein Tal geworden und ist noch ein bisschen, hat noch ein bisschen Platz, das Tal, nicht so eng. Und mal ist die Piste geschottert, mal ist hier so ein bisschen Asphalt. Ach, lässt sich eigentlich ganz gut fahren. Und ja, eben ist gerade mal was, eine Wolke vor der Sonne. Aber heute ist richtig schön warm auch. Ja, schön zu fahren hier. Und ich habe jetzt noch etwa so 25 Kilometer etwa. Und die geht es dann ja hier immer in einem Tal entlang. Die Usa nicht immer direkt bei mir. Die ist dann mehr in der Mitte. Aber ja, lässt sich schön fahren. Macht Spaß hier. Ui, schöner Baum. Und die Bank, die nutze ich jetzt mal hier. Jetzt wollte ich doch, wo ich die Usa gar nicht so oft sehe, obwohl ich jetzt hier den Usatalradweg fahre, wenigstens mal ein paar Bilder liefern hier von der Usa. Und hier neben ist die Landstraße, deshalb kommt da jetzt auch immer Verkehr. Und hier so ein schönes Bauernhaus oder Gaststätte ist das. Ja, mein Weg, der führt jetzt immer mehr nach oben. Und ich denke mal,
er führt jetzt auch von der Straße ein bisschen weg. Bleibt hier im Tal auch die Straße, aber man ist so ein bisschen weiter oben und dann stört das nicht so sehr. Von da vorne, da komme ich jetzt gerade von dem Weg, hier durch den Wald. Und hier unten, da läuft die Usa, läuft sogar in Kurven da unten rum, da unten durchs Tal. Ja. Ja, schönes idyllisches Tal. Ziemlich ruhig hier, ist nicht mehr so viel los. Wir kommen mal Radfahrer entgegen, andere Radfahrer. Aber insgesamt ist es doch relativ ruhig hier. Schön zu fahren auch. Ja, jetzt war ich hier gerade in dieser kleinen Marienkirche, Marienkapelle. Die gehört zu Kranzberg. Man musste hier steil hochfahren. Und aber hat sich gelohnt. Auch wunderschöner kleiner stiller Ort hier. Die Kapelle ist sogar geöffnet. War mal kurz drin. Und ja, sehr schön hier. Auf so einer Anhöhe gelegen. Und wirklich absolute Ruhe hier. Oh je, hier muss ich jetzt runter. Das geht definitiv nicht mit Fahrradfahren. Zumindest nicht mit so einem Fahrrad, wie ich jetzt habe. Vielleicht mit einem Mountainbike. Aber da kann ich nur langsam runterschieben, runterlaufen lassen. Fahren geht hier definitiv nicht. Ich hätte natürlich den Weg, den ich gekommen bin, wieder zurückgehen können, fahren können. Der ging ja einigermaßen. Stattdessen bin ich einfach dem gefolgt, was der Komoot für mich geplant hat. Aber der Komoot weiß ja auch nicht, dass ich keine Bergziege bin. Und jo, das ist schon ein bisschen hier heavy, hier runterzukommen. Ach, schaffe ich aber. So, jetzt bin ich hier wieder auf meinem normalen Trail, auf meinem normalen Weg. Und weil dieser Ausflug zur Wallfahrtskirche da, zu der Marienkirche, der war ja nicht Teil vom Usertalmer Radweg, das habe ich so mit eingeplant. Jetzt bin ich wieder auf dem Weg. Ja, ein Bauernhof hier, mitten im Tal. Ja, sieht richtig schön aus, ne? Den filme ich jetzt doch mal. Es gibt immer so nicklige Anstiege, meist hier gar nicht lang, aber treten muss man dann. Und dann geht's wieder runter. So, wieder so ein schönes Bauernhaus mitten im Tal hier. Und das Motto von dem Radweg könnte auch sein, immer oberhalb der Usa. Weil die Usa, die fließt da unten immer. Man sieht sie immer ganz gut von oben manchmal. Und ja. Direkt nach unten kommt man eigentlich gar nicht. Man fährt hier oben und hat auch seine Vorteile, weil da auf der anderen Seite vom Tal, da läuft die Bundesstraße oder die Landstraße. Naja, jetzt kommt der nächste kräftige Anstieg. Kamera weg und treten. Das ist mal eine längere Steigung hier und richtig kräftig hoch. Ja, man macht schon Spaß, im Wald zu fahren. Aber ehrlich gesagt ist jetzt das Schöne, mit dem E-Bike hier unterwegs zu sein. Und ich habe jetzt
58 Kilometer. Aber immer noch der erste Balken. Noch kein Balken weg, so. Weil ich bin halt auch viel ohne Strom gefahren. Aber definitiv, hier geht es nicht. Dafür wird das E-Bike zu schwer. Ich fahre trotzdem immer noch mit Eco hoch, mit der untersten Stufe. Und ja, ich will ja auch mal was tun für die Fitness. Und dann habe ich zwar nicht das Feeling, wie man mit normalen Fahrrad hat, wenn man so eine Ansteigung geschafft hat, aber auch ganz gut. Und sind das nicht tolle Blüten hier? Was ist das schön im Frühling, wenn alles blüht? Ja, und die Steigung habe ich gleich geschafft. Und dann geht es wieder steil runter. Ja, der ist so. Auch gut. Schöner Rundblick hier. Jetzt bin ich kurz vor Usingen. Da vorne. Das müsste jetzt Usingen sein. Genau, das ist auch Usingen. Und ja. Schöne Landschaft hier. Schafe gibt es da vorne noch. Mal schauen. Oh, was haben die hier für einen Appetit? Jo, und tschüss. Ich muss zum Ziel. So, es liegt da vor mir Ansbach. Da muss ich jetzt noch dran vorbei. Und dann bin ich auch schon bald am Ziel. Dahinter das, der hohe Berg, das ist der Feldberg. Ja, nicht mehr besonders weit. So, jetzt bin ich raus aus Westerfeld. Westerfeld war jetzt hier, glaube ich, der letzte Ort, bevor ich dann zum Ende von Usertal-Radweg komme. Die Usa, die ist hier vorne rechts. Ist aber wirklich nur ein ganz kleiner Bach geworden. Und ja, ist ja auch nicht mehr weit. Ich weiß gar nicht genau, ob man dann hier auch die Quelle sieht. Ja, das werde ich herausfinden. So eine richtige Beschilderung gibt es hier auch nicht mehr. Also das Usertal-Radweg ist ja nicht mehr ausgeschildert. In der Karte steht es schon noch als Usertal-Radweg. Aber ja, ich bin jetzt hier, muss trotzdem auf dem richtigen Weg sein, weil einmal fließt hier die Usa daneben auch und zum anderen denke ich doch, dass das Kartenmaterial auch stimmt. Ja, der letzte Teil der Strecke und der geht heftig hoch und ja, ist auch schon ein bisschen später jetzt, deshalb bin ich ganz froh, wenn ich da angekommen bin. Dann muss ich wieder zurück ein Stück bis Neuansbach zur Bahnstation. Aber jetzt dürfte es eigentlich nicht mehr weit sein. Ich muss nur aufpassen, dass ich den richtigen Weg finde, weil wie gesagt, es gibt keine Hinweisschilder mehr. Ja, hier endet jetzt der Usertal-Radweg, zumindest nach der Karte. Irgendwie so ein Punkt oder irgendein Schild gibt es leider nicht. Bisschen abrupt, aber ist auch eine wunderschöne Aussicht hier. Eine Quelle haben wir jetzt zwar nicht gesehen, aber macht ja auch nichts. Ja, es ist hier so eine kleine freie Fläche zwischen dem Wald. Hier konnte man fortsetzen mit dem Waldtalradweg. Ja, heute ist die Tour zu Ende. Ist auch schon ein bisschen später geworden jetzt und für mich wird Zeit, nach Hause zu fahren. Ich muss jetzt noch die Bahn nehmen und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wünsche alles Gute. Gesundheit vor allem.